Was geht ab, meine lieben Freunde? Willkommen zurück zu einem weiteren wunderbaren Video auf diesem wunderschönen Kanal. Ich freue mich sehr, wir haben eine riesige Release-Woche. Es ist unfassbar, wie viele gute Songs heute potenziell rauskommen. Ich bin sehr gespannt, wir hören in alle rein. Wir haben jetzt aber als allererstes erst einmal Elif mit Wenn ich jetzt sterbe. Ich freue mich unfassbar doll drauf. Das Ganze ist gerade erst rausgekommen. Bedeutet, geht auf jeden Fall aufs originale Video. Ich habe es ein bisschen früher bekommen, deswegen sind wir schon so aktuell am Start. Und ja, geht auf jeden Fall rauf. Link dazu ganz oben in der Beschreibung. Ich freue mich sehr drauf. Ich weiß noch nichts über den Song. Ich habe mir die Hörprobe angehört. Das klang nach so einem ruhigeren Song. Ich meine, auch bei dem Titel denkt man so, es ist ein bisschen ruhigerer, nachdenklicher, was man ja aber auch bei Elif gewohnt ist. Und ich glaube, das ist das Musikvideo, wo sie ein Wednesday-Outfit hat. Wednesday Addams-Outfit. Ich bin sehr gespannt. Hier sehen wir schon Happy Birthday. Ich freue mich drauf. Wir hören rein. Los geht's. Wenn ich sterbe. Directed by Dominic Dason. Wenn ich sterbe, komm nicht an mein Grab. Bring keine Blumen, keinen einzigen. Krass, ey, so ein Diamant. Ich habe noch nie einen Diamantina gesehen in echt. Also in echt face to face. So, ich habe schon mal einen Diamantina gesehen, aber auch jetzt, das ist so komisch für mich, jetzt hier einen Diamantina zu sehen, weil ich die so selten sehe. Sag, zünd keine Kerze an, das kannst du dir sparen. Als ich für dich gestrahlt hab, warst du nicht für mich da. Meine leeren Worte trafen mich so wie Pfeile. Boah, das hört sich gut an, wenn sie ihre hohe Stimme auf diese sehr nüchterne, ruhigere Stimme rauflegt. Wisst ihr, was ich meine? Diese tiefere. Meine leeren Worte trafen mich so wie Pfeile. Wie dumm für dich, dass ich ein Lied für dich schreib. Heute bist du mir egal, ich find dich nicht mehr scheiße. Und jeder hier weiß es. Gib's damit anders, Hab mich gekannt ist. Doch dass ich ging, gibst du nie zu. Boah, okay, ey, also erst einmal, ich will ganz viele Sachen sagen. Sie hat auf jeden Fall das Wednesday Addams Outfit an. Heute bist du mir egal, ich finde dich nicht mal mehr scheiße, ist so eine starke Zeile, finde ich sozusagen. Du bist mir so egal, dass ich dich nicht mal mehr kacke finde. Ich finde dich einfach egal. Du bist einfach egal für mich, Bro. Du bist einfach egal für mich. Und noch ein schönes Detail, ich habe hier ist eine JBL Bluetooth Box und ich glaube, darüber lief der Song, als sie das gedreht haben, damit sie da mitsingen kann quasi. Das fand ich ein ganz, ganz süßes Detail irgendwie. Und wie sie sagte, du gibst damit an, dass du mich gekannt hast, aber du verschweigst, dass ich gegangen bin, so, weißt du, das ist auch, ja. Alles an dir, außer den Hund. Oh, ey, der Hund ist aber wirklich sehr süß, Mann. Der Hund ist wirklich sehr, sehr süß, finde ich. Kein dich und mich, frag mich warum. Wenn ich sterbe, oh. Ich mag diese leichten, das gibt mir so ein bisschen Punk-Rock-Elemente. Wisst ihr, was ich meine? So ein bisschen dieses, Das muss so geil, es muss sehr geil gewesen sein, diesen Kuchen so von der Hand abzulecken, aber auch ein bisschen eklig, oder? Aber auch so befreiend zu sein, so einfach diesen Kuchen reinzuhauen und so, ich weiß es nicht. Ich weiß, ich bin wieder komisch, ich weiß, ich bin wieder komisch. Ist mir auch egal, ist mir auch scheißegal, Leute. Boah, diese Energie, Junge. Wir haben auch super viele Outfits verschiedene, auch die hier, ich weiß nicht. Es erinnert mich sehr an Marilyn Monroe, ich weiß nicht, Marilyn Monroe, ob sie das sein soll, aber irgendwie kenne ich diesen Look auf jeden Fall. Dann haben wir die im Diamantina, die Autoszene, dann das Kuchen Happy Birthday Ding, dann einmal in der Bomberjacke, die auch in der Box in dem Bundle zu halten ist. Wir haben echt viele, viele Aufnahmen. Was ich von dir halte, kann ich gar nicht beschreiben. Zwei Mittelfinger reichen dafür nicht aus. Wie süß, ey, sowas liebe ich. Ey, wie cool gemacht. Okay, wir haben jetzt hier, also sie meint, zwei Mittelfinger reichen nicht aus, wir haben hier drei Mittelfinger. Was ich von dir halte, kann ich gar nicht beschreiben. Zwei Mittelfinger reichen dafür. Das ist süß, Mann. Das ist irgendwie süß. Ich weiß nicht, warum ich süß finde, aber es ist irgendwie. Es ist so eine süße Idee. Hör nicht aus. Gott sei Dank sind deine Enkelkinder später nicht meine. Weißt du, was ich meine? Oh, ich find's auch süß, wie sie so quasi eben dem Hund so erzählt hat, so. Igel, früher nur mit dem geteilt. Hab versucht, für jeden Mann nett zu sein. Heute zweifle ich an meiner Menschlichkeit, dass es peinlich ist, eine Ex zu sein. Boah. Kann die Zeit nicht mehr drehen. Ich wünsche mir,
Ich finde, man merkt auch voll die Entwicklung von Elif, gerade im Vergleich zum letzten Album, zum Nachtalbum. Das ist halt ein ganz, ganz anderer Style. Die sind so voll vielseitig geworden auch nochmal. Sie probiert voll viel aus und es ist voll bunt irgendwie, was es sonst bei Elif in den Musikvideos auch gar nicht gab. Und keine Ahnung, es ist so voll dieser, ja, ich weiß nicht, dieser neue Vibe, dieser frische Vibe, den man merkt. Ich hab dich geliebt und weiß nicht mal warum. Ich hasse alles an dir außer den Hund. Es gibt kein Dich und mich, frag nicht warum. Boah. Ich finde, sie wirkt so quasi, sie drückt das so happy aus, von wegen, ey, ich bin so froh, dass du mir so egal bist und dass ich mir nichts von dir wünsche. Du bist einfach egal, du bist weg und ich bin happy drüber. Ah, holy shit, okay, das der letzte, dieses Ablenken und Spucken, das war persönlich. Das war persönlich gemeint. Oh, wie süß. Irgendwie, ich finde diese kleinen Sachen, diese little details, so dieses Einklatschen und so, dieser Humor ist irgendwie, der passt voll gut rein. Das finde ich schön irgendwie, weiß nicht, schöne kleine Details. Wisst ihr, was ich meine so? Krass, und diese Haare, Junge, holy shit. Boah, da hätte ich so Angst, dass ich mir in die Dings geschnitten hätte. Geil. Ey, das war richtig schön, Mann. Ich weiß nicht warum, aber dieses Musikvideo war so super. Das war so voll, voll was anderes für Elif, habe ich das Gefühl gehabt. Wisst ihr, wie ich meine? Wir hatten voll viele verschiedene Sets und das Ganze war so ein bisschen. Das war viel, viel bunter als jedes Musikvideo, was ich bis jetzt von Elif gesehen habe. Und ich finde schön, dass dieser Song so einen fröhlichen Unterton hat, so einen happy Klang hat, so einen befreienden, so, ey, du bist mir einfach scheißegal, Mann, geh einfach, du bist mir so egal, dass ich dich nicht mal kacke finde, ich finde dich gar nichts einfach, geh, so, wisst ihr, das war irgendwie, das hat sie so befreiend, happy, ausgedrückt gefühlt, wisst ihr, wie ich meine, so dieses, ich weiß es nicht genau, wisst ihr, aber so völlig losgelöst von Wut oder Trauer oder Enttäuschung, einfach losgelöst und so, ey, du bist mir einfach egal. Und ich sag's, wie es ist, ich glaube, der Dreh war richtig nice. Ich würde gerne wissen, wie viele Kuchen sie hatten. Ich frag sie mal, wie viele Kuchen. Weil, also, sie hat ja Kuchen zermatscht. Und wie oft das vielleicht schiefgegangen ist. Und dass sie dann sagen, okay, jetzt haben wir hier den sechsten Kuchen, Elif. Das ist der letzte Kuchen. Du musst den jetzt richtig zermatschen, okay? Ob da irgendwie sowas passiert ist. Ich freue mich super aufs Album. Das ist so vielseitig geworden, man, holy shit. Also auch dieser Song, der hat so leichte, wie ich meinte, so Rock-Elemente, Punk-Rock-Elemente, so ganz bisschen, so ein paar Vibes drin gehabt. Und war auf jeden Fall ein bisschen was Frisches, ja. Ich freue mich super drauf. Ich bin sehr, sehr gespannt auf alles, was wir noch zu sehen und vor allen Dingen zu hören bekommen werden. Wir werden natürlich alles zusammen hier abchecken, Freunde. Link zum Original, wie gesagt, ganz oben in der Beschreibung. Schreibt jetzt auch gerne in die Kommentare, was gerade noch released wurde. Wir haben eine riesige Liste. Was wollt ihr zuerst sehen? Lasst mich gerne wissen. Ansonsten würde ich sagen, sehen wir uns bei einem weiteren wunderbaren Video. Freunde, bleibt so fresh und gut aussehen wie immer natürlich. Und ciao.